Innovation and Tech Talk, presented by Aisaka Germany. Wir stellen heute die Fachgruppe Datenschutz vor. Mit uns im Podcast ist das Leitungsteam der Fachgruppe, bestehend aus Corinna Kulb, Henry Hanau und Jochen Puls. Hallo ihr drei, bitte stellt euch für unsere Zuhörer doch am besten selbst vor. Carina, magst du anfangen? Ja, hallo und vielen Dank für eure Einladung. Ich bin Corinna Kulb und bin Prokuristin und Senior Manager bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hier in Hamburg und verantworte dort unter anderem Prüfungs- und Beratungsthemen zur Datenschutz- und GOBD-Compliance sowie zu internen Kontrollsystemen. Ich bin der Henry. Ich bin von Hause aus Wirtschaftsinformatiker und IT-Rechtler. Ich vertrete hier dann auch in der Gruppe als Leiter die juristische Kompetenz, bin selbstständig, habe ein eigenes kleine Unternehmensgruppe bestehend aus einer Beratungseinheit, die ich leite, und einer angeschlossenen Rechtsanwaltskanzlei, die mein Geschäftspartner leitet, die auf IT-Recht spezialisiert ist, insbesondere eben auch Datenschutzrecht, aber auch alle sonstigen Themen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, in die sich dieses Thema mittlerweile hineingefressen hat. Das klingt jetzt schon mal spannend. Hallo zusammen, ich heiße Jochen Puls, bin als Senior Manager bei der MHP, eine Consulting-Firma, die zur Porsche gehört, und bewege mich da im Bereich der Projektleitung und der Architektur und bin somit eher das Gegenstück zum Henry. Ich bin also insbesondere, was die Security- und Datenschutzthemen angeht, eher bei der Umsetzung, beim operativen Umfeld unterwegs. Und es interessiert mich da besonders, wie bekomme ich diese ganzen juristischen Feinheiten und die ganzen Vorgaben in den Betrieb hinein und kann das Ganze dann auch umsetzen, was vom Gesetzgeber gefordert wird. Worum geht es bei euch in der Fachgruppe? Ja, ich habe die Fachgruppe damals ins Leben gerufen und mich bei der ISACA dafür stark gemacht, dass es sowas gibt, weil der Ansatz der EU, die digitale Welt immer weiter zu regulieren, sowohl für die Unternehmen als auch für die Prüfer, eine immer größere Bedeutung hat und das so in der ISACA Deutschland gar nicht repräsentiert war. Wir wollen eigentlich genau das machen, was der Jochen eben angesprochen hat, den Brückenschlag zwischen rechtlicher Regulierung und technischer Umsetzung zu schaffen, weil da gibt es immer so eine gläserne Decke zwischen der Juristerei und der tatsächlichen technischen Umsetzung, und das wollen wir ein bisschen aufheben und aufbrechen. Wir wollen Ansprechpartner und Verbreiter fundierter Fachinformationen zum Thema Datenschutz sein, sowohl im internen als auch im externen Netzwerk der ISACA. Und als Ausblick, die Konvergenz der EU-Gesetzesakte zur Digitalisierung, die nimmt immer weiter zu, insbesondere auch die Regulierung von nicht personenbezogenen Daten. Also ob das Ganze in Zukunft noch Datenschutz heißen wird oder sich dann einen breiteren Horizont bekommen wird, das wage ich mal zu prognostizieren. Aber da wird der Jochen hinterher noch mal in einem weiteren Punkt noch was kurz zu sagen. Okay. Wie viele aktive Mitglieder seid ihr in eurer Fachgruppe? Ja, wir sind Stand jetzt, Januar 2023, circa 10 aktive Mitglieder. Das Team unserer Fachgruppe ist fachlich und in der Zusammenarbeit super aufgestellt. Dabei kommt uns zugute, dass wir halt überregional verteilt ansässig sind und somit auch auf verschiedenste Netzwerke zugreifen und unsere Mitglieder unterschiedlichste berufliche Funktionen und Branchen vertreten. Unsere Mitglieder kommen aus den Funktionen IT-Recht, wie wir eben gehört haben, Prüfung, Audit und Beratung, vom TÜV. Des Weiteren sind dabei Leiter der IT, der Revision, aber auch der Datenschutzorganisation, kleiner, mittlerer, aber auch Konzernunternehmen vertreten. Wir sind mit den Branchen Energie, Maschinenbau, Automotive, Rechts-, Strategie- und Implementierungsberatung, Prüfung und Zertifizierung vertreten. Und im Ergebnis führt dies zu einem klasse und sehr aktiven Austausch, einer tollen gegenseitigen fachlichen Unterstützung sowie zur Produktion eben auch verschiedenster Arbeitsergebnisse. Und das Ganze erfolgt stets unter dem Dach einer vertraulichen Zusammenarbeit. Und lasst es uns nochmal hinzufügen, unser funktionierendes Netzwerk freut sich über wirklich weitere Interessierte und lädt herzlich dazu ein, in unserer aktiven Fachgruppe mitzuwirken. Prima. Woran arbeitet ihr gerade und was ist für die Zukunft geplant? Da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar, wir haben uns im letzten Jahr ganz intensiv mit dem Drittstaatentransfers befasst. Also was ist zu beachten, wenn ich Daten außerhalb der EU bringen möchte? Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es da?
Und ganz wichtig auch, was sind meine eigenen Vorgehensweisen? Was muss ich im Betrieb machen und beachten, wenn ich solche Datentransfers in außerhalb der EU liegende Dependancen oder zu Partnerunternehmen oder zu Dienstleistern vornehmen möchte? Das hat uns letztes Jahr ziemlich beschäftigt und wir waren damit auch auf dem IT-GRC-Kongress vertreten. Deswegen werden wir dieses Jahr ein bisschen ruhiger einsteigen. Wir werden jetzt Anfang des Jahres mal uns mit dem Webseiten-Check beschäftigen. Heißt, wir gucken uns an, was an Cookies gesetzt ist auf Webseiten. Wie finde ich diese Cookies? Welche Tools kann ich dafür einsetzen? Und was muss ich an dieser Stelle dann auch gesetzlich vorgegeben berücksichtigen, wenn ich da jetzt Cookies vorsehe, die freigeschaltet werden, sobald zum Beispiel jemand auf die Webseite kommt oder wenn er sich einloggt oder an anderen Stellen? Ein weiteres Thema wird sein, dass wir uns mit der KI oder AI und dem Datenschutz befassen, also künstliche Intelligenz und was muss dabei aus Datenschutzsicht berücksichtigt werden, wie beeinflusst sich das Ganze. Und das weitere Thema, was wir dieses Jahr noch auf der Agenda haben, ist, dass wir uns den Data Act mal ein bisschen genauer angucken, der ja auch dieses Jahr dann große Fortschritte machen soll. Ich sehe, bei euch ist der Datenschutz durchaus spannend, wenn man die ganzen Felder so hört. Welche Veröffentlichungen habt ihr denn schon erstellt? Ja, wir fassen das mal unter dem Stichwort Präsenz zeigen zusammen. Wir haben einen sehr erfolgreichen ISACA Tech Talk zum Thema Drittstaatentransfer durchgeführt. Des Weiteren waren wir auf dem IT-GRC-Kongress mit 3 Dozenten zu verschiedenen aktuellen datenschutzrechtlichen Fragestellungen vertreten. Das ist das, was Jochen eben schon angemerkt hatte. Ergänzend schalten wir über das Jahr hinweg diverse ISACA-Social-Media-Kurzbeiträge mit dem Fachbezug zum Datenschutz. Und wir organisieren verteilt über das Jahr hinweg themenbezogene ISACA-Stammtische, zuletzt im Dezember in München und jetzt auch in Hamburg. Ich sag mal das Stichwort CDPSE. Was könnt ihr uns denn dazu erzählen? Ja, ein wenig kontrovers bei uns in der Gruppe. Wir haben uns damit relativ intensiv befasst, weil wir unter anderem Examensfragen aus dem Englischen in die deutsche Version übersetzt haben, beziehungsweise einige Mitglieder der Gruppe haben das gemacht. Wir haben in Fachgruppen mitgearbeitet als Dozenten, auch da wieder einige spezielle Mitglieder, die halt entsprechende Kenntnisse haben an der Stelle und haben die von der ISACA angebotenen Fortbildungsmaßnahmen damit begleitet. Und wir versuchen halt, diesen Brückenschlag in der Regulatorik hin zur Umsetzung zu bewerten, was halt in den 3 Domänen bei dieser Prüfung vorgesehen ist. Es gibt ja da so diese Dreiteilung nach der Governance, Architektur und dem Lifecycle. Und ja, dementsprechend, wir sehen diese Prüfung, wie soll ich sagen, eher so als eine Art Einstiegsprüfung für jemanden, der sich mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen möchte. Das E in der CDPSE-Examensprüfung steht ja nun auch für einen Engineer, was, wie soll ich sagen, ein wenig mehr Basis ist. Wir haben an dieser Stelle also weniger die Ausrichtung auf einen Assessor, auf einen Prüfer, als dass man hier einen Einstieg finden soll in das Thema. Dementsprechend sind halt die Prüfungsinhalte angelegt. Als Gegenstück dazu könnte man zum Beispiel mal die IAPP nehmen, die halt für jeden Gesetzesraum Europa, Amerika verschiedene Prüfungen anbieten und das Ganze dann ergänzen mit den Management- und mit den Technologieprüfungen. Das ist hier alles in einer Prüfung zusammengefasst worden. Mhm. Vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns heute in eure Fachgruppe gegeben habt. Ich muss sagen, Datenschutz klingt hier doch spannender, als ich dachte. Und also ich wäre neugierig. Ich kann nur jedem empfehlen, macht mit bei der Fachgruppe Datenschutz. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank. Bitte schön. Danke, dass wir da sein durften. Innovation and Tech Talk, presented by ISACA Germany.